herzlich willkommen zur 196. Folge und wer man hier bei dem Webmutter, also zusammen mit dem Daniel und Noel. Servus. Sag mal, willst du einen Marathon gewinnen mit deiner Stimme oder was? Ja, geil genug dafür wäre, hast du recht. Nein, eher von der Geschwindigkeit her, weißt du? Immer schneller. Nein, du bist ein Mensch, der mag schnell, oder? Schon. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich es gar nicht. Glaube ich dir direkt. So lange Daniel sein Bier, das ist alles im grünen Bereich, habe ich gehört. Ach, sowieso. Weil ich heute kein Bierdurst habe. Was? Du hast heute kein Bier da? Keinen Bierdurst. Digga, ihr seid ja kein Bierdurst, was? Du hast kein Bier da? Oh. Noel, so ein Katastrophenfall gab es nicht. Ein Katastrophenfall? Deswegen, ich hatte. Lucky, ich will nichts sagen, aber ich hatte gerade echt Angst um Daniel. Ja, ich auch. Glaub mir, ich hätte direkt eins per Post im Mischweg losgeschickt. Genau. Ich wäre ins Auto gestiegen. Ich wäre schneller gegangen. Ja, wenigstens mal vernünftiges Bio-Serling. Ach du Chance und ich hab besseres hier. Und gerade sagen, so brett will keiner. Weiß nicht, dass es schlecht ist. Na, ja, Dinger ist noch ganz gut, aber. Ja, ja, ich sag's schon. Ja, aber erst nach zwei. Das Problem. Luki, weißt du, was das Problem ist? Du fährst in Urlaub und denkst so, ja, geil, jetzt kann ich endlich mal in Italien so ein italienisches Bier probieren. bestellst du so ein Bier und dann kommt ein Erdinger Weißbier, weißt du? Und dann denkst du so, wow, das bekomme ich 2 Meter aus meiner Haustür auf, weil da die Brauerei steht so ungefähr, weißt du? Da denkst du halt manchmal echt so, ja, moin, Alter. Das ist halt. Genau das, was ich eigentlich nicht wollte, weil. Muss ich nicht in Urlaub gehen. Ja. Nee, dafür bestimmt nicht, aber gut. Wollt mal ein anderes Bier? Noel in Italien. Ah, es gibt einen Erdinger. Oh, ganz feines. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Ja, andere sagen, Gott sei Dank wenigstens ein vernünftiges Bier und halt der Mensch, der halt was Neues entdecken will. Was ist das für ein Scheiß? Schon wieder das alte Gebräuder. Das war Noels Gedanke. Ja, mein Gedanke war, wie kann man generell in Italien Bier trinken? Aber. Würde ich auch eher Wein trinken. Ja, das auch nicht. Da sind alles über 5 Promille. Über 5 Promille? Ja, was über 5 Promille? Ach, Digga. Jeder hat verstanden, was ich meine. Nein. Ja, das Getränk hat sicher 5 Promille, ne? Ja. Wie viel hat das Bier denn? 5 Promille. Okay. Frage ist, wie viel Umdrehung. Es kommt eine, hey, was meinst du mit Umdrehung? Ja, das weiß ich. Achso, oh, gut, Daniel. Ich lebe nicht mehr am Mond. Anscheinend schon! Was gut, dass glaube ich keiner verstanden hat, was Luki wollte und Luki denkt, dass wir jetzt am Mond leben, weißt du? Ja. Ich denke immer, dass er hinterm Mond lebt. Er lebt hinterm Mond. Nee, da er wohnt. Unterschied. Nee, er wohnt. Ihr seid der Mond. Er wohnt hinter Dupfing wohnt der. Sogar hinter Dupfing hab ich gerade wieder gedacht. Luki auch in hinter Dupfing wohnt. Ist das nicht bei dir sogar hinter Dupfing? Ich glaube, es müsste irgendwo bei mir sein. Ist auch ihr, müsste irgendwo bei mir sein. Ja, was weiß ich, wo das genau ist. Na, hinterm Mond gleich rechts. Genau. Hinterm Mond gleich rechts, wo ist der Fuck? Er kommt hinter Dupfing. Digga, hä? Warte. Ich hab grad sehr viel Hundefutter im Müll geschmissen, weil das alles durch den Boden gebackt ist, glaube ich. Oder? Hä? Ich kann nicht 6 Säcke oder so im Boden geschmissen haben. Ich will mich auf der Hofbergmann nicht wundern, ehrlich gesagt. Das Problem ist, wenn Luki das wirklich geschafft hat, dann ist jetzt FPS-mäßig am Hof vielleicht gar nichts mehr los. Nee, doch nicht. Alles im grünen Bereich. Obwohl, ich weiß es nicht genau.
Also im Kümper ist auf der Hofbergmann generell nichts, aber. Ich wollte gerade sagen, eher im Roten. Es ist im tief dunkel-orangen Bereich, sagen wir es mal so. Nee, roten Bereich passt schon. Im fast pinken Bereich habe ich gehört. Aber der war gut, der war gut. Da gab es bei euch heute zu essen. Bei uns, bei mir zum Essen gab es heute Mittag Nudeln mit Pesto. Und heute spät Nachmittag, was mein Abendessen war. Mozzarella mit Tomaten. Tomate Mozzarella. Nee, Mozzarella Tomate bitte, ne? Ja, sagen wir so, es war eigentlich so Mozzarella-Tomate, weil es waren zwei Tomaten auf 300 Gramm Mozzarella, aber... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich überhaupt schon mal Mozzarella gegessen habe, ehrlich gesagt. Ich nur auf der Pizza. Oder auf der Lasagne. Daher kennt man es ja, weil... Aber Tomate in Mozzarella kennt man aber auch. Ja, aber ich mag keine Tomaten. Deswegen. Da kann ich nachvollziehen. Nicht. Du machst halt Tomate Mozzarella ohne Tomate, gell? Daniel, ich pack dein Auto in der Garage. Ich hab ein Auto. Ja. Das, wo du dich vorhin nebengelegt hast, das ist dein. Woher ich wusste das? Das ist das erste Mal, dass ich auf der Hofbergmann in mein Vito einstelle. Oh, die schöne Beleuchtung. Weißt du, jeder von uns hat ein Auto, Luki. Ja, ich baue ein paar Runden Vito. Nein, Loki, der Transit wird nicht verkauft. Das ist er dann nicht. Hat das Feld schwader ich jetzt nicht, das kann Loki so einsammeln. Soll er ein bisschen mehr fahren. Daniel, sponserst du mir eigentlich 50 Euro? Nein. Oh, bitte. Dann erzähl ich dir auch wofür. Danach erzählst du mir auch wofür. Ja, es ist eine sinnvolle Investition für mein Vito. Oh. Ja, wenn du mir jetzt noch erklärst. Noel hat den Geldhahn zugedreht. Daniel, ich hab den Geldhahn zugedreht. Ich glaube, jetzt heißt das. Das weißt du, was du machen musst. Mehr Geldsport. Mann, jetzt häng ich in der Wand. Ich fuck Erik gleich. Okay, ich brauch nix. Da kannst du auch deine Mom fragen. Du kommst wahrscheinlich genauso viel wie bei Erik. Mama, ja, sponserst du mir was für eine Heckklappe für ein Vito? Jetzt weiß Daniel sogar, worum es geht. Toll, Luki, jetzt hast du es gut gemacht. Ja, ich will eine Heckklappe für ein Vito. Nein. Okay. Flügeltüren sind viel besser. Hat Tim übrigens auch gesagt, ja, dass Flügeltüren viel besser sind. Okay. Er lebt ja auch hinterm Mond, genauso wie du. Nein, aber... Luki, sag mal, also willst du dir auch mal Schweinefutter machen schon... oder? Was? Willst du auch mal Schweinefutter machen oder? Wer sagt die ganze Zeit? Ich glaube, wir haben hier einen kleinen Choleriker. Einen kleinen Choleriker! Stimmt, eher einen großen. Na, wie war deine Wahrheit, mein Plan, von meinem Vito nochmal drei Stück hinzuzufügen und die dann jeweils mit Heckklappe? Mhm, okay. Ja. Ja, ja, schön, juckt mich nicht. Könnte man so sagen, weil... Ja. Aber ich habe nichts davon. Genau so hat es lange gehört, Daniel. Also das jetzt wirklich, wenn mein Bruder mir was von Michael erzählt. Also genau so viel verstehe ich. Ja, juckt mich nicht. Ach so, ja, genau, das war krass, ne? Das war eigentlich nicht krass. Also, ne, ich meine natürlich, war nicht krass. Nein. So, eine ganz kurze Pause mal. Alter, du tust die ganze Zeit gar nichts. Ja. Ja, man kann... Man kann vom nichts tun, kann man keine Pause machen, wirklich. Ja, nur, du wirst, dass man da trotzdem kann. Das kann Torben. Torben weiß das. Achso. Ich bin ja der Einzige hier, der wirklich hart arbeitet, gefühlt. Schwanzstreicheln gehört nicht zu Arbeit. Noch einmal. Der Pferdeschwanz ist schon lange weg. Ich weiß, der Schwanz ist ab, hab ich schon verstanden.
Irgendwie das Gefühl, er will das mit Absicht falsch verstehen. Wie hört denn? Der Pferdeschwanz ist ab, hab ich verstanden. Ja, passt so. Also man merkt, dass wir das Feld 22 nur einmal gedrückt haben. Ja. Sehr wenig. Mann, die Muscheln mehr. Was? Von den Kopfhörern. Ich halte mir zwei Meeresmuscheln an den Ohren und dann. Ja, nur ehrlich, ich höre dich. Ja, Luki. Laut dir kommen wir auch hinter vom Hintermond, also. Vom Hintermond. Er lebt hinterm Mond, ja. Auch müde. Ich müde. Ja. Hey, was soll ich schieben oder was? Ich hab 3 Uhr nachts noch wegen. Luki, fahr zu jetzt! Boah, die Hupe geht aber gar nicht! Ich ging 5. Wie bist du aufgestanden, Daniel? Aufgestanden bin ich um 4:30. Mittags? Ja. Du bist auch so ein faules Schwein. Luki, der war 30 Stunden wach. Der war 30 Stunden wach am Stück. Ja, passiert schon noch. Eigentlich nicht. Weil Luki ist eigentlich die 20 Mal der Woche, wenn du weißt. Ja, wahrscheinlich. Aber der ist auch Vertrag hier. Ja, ich bin auch kein Opa, hast du recht. Sieh schon Luki mit 18. Schon wieder so früh aufstehen. Schon wieder so früh. Oh, schon wieder um 1er aufstehen. Langsam werde ich, glaube ich, echt alt, ey. Jetzt komme ich schon gar nicht mehr aus dem Bett raus. Ah ne, das hat er jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, dann kommt nicht noch, wenn ich schon. Er liegt aber nicht am Alter, Luki, dass du jetzt nicht aus dem Bett kommst. Wie der Latte bestimmt. Das liegt auch nicht an deiner Matratze, dass du nicht aus dem Bett kommst, falls du das noch denkst. Nee, du, ich hätte am Latten ausgedacht. Achso. Muss man ruhig mal eine Latte zwischensetzen. Bei meiner Couch. Luki, woran meinst du, merkst du, dass die letzte Nacht eindeutig zu hart war? Keine Ahnung. Wenn du am nächsten Tag aufwachst und deine Matratze nicht auf dem Bett liegt, sondern unterm Bett. Ja, dir ist das wohl mal regelmäßig, was hier kann das sein. Du, ich hab kein Bett, ich hab nur eine Matratze. Wer hat denn eine Rinde, ne? Natürlich! Das Bett durchgebrochen oder was? Wollen wir die wissen. Bett war nie vorhanden. Das Bett war einmal vorhanden. Da stehst du noch mit Daniel da drin und am nächsten Tag hoch. Das ist dann nicht gedacht. Ja. Nee, das Bett hat immer so eine 90er Matratze, aber dann war halt 90 cm ein bisschen breit. War 90 cm zu breit, okay. Ja, ein bisschen zu breit für mich alleine, weißt du, deswegen habe ich dann noch 120 erhöht. 120 cm Breite wohlgemerkt. Ja, Länge sind 2 cm. Die glaube ich direkt. Das Traurige ist, weißt du, in meinem Zuhause, meine Matratze hat 2 Meter auf 1,20. In meinem Auto, die Matratze, wenn ich sie reintun würde, hat 1,40 auf 2 Meter. Das ist doch gut. Das ist normal, ich weiß gar nicht, wie lang und breit meiner ist. Ja, 2 Meter hat eine Normallänge und Breite wird dann wieder 90. Warte, ich messe es nach. Wenn du merkst dann, dass du ein guter Typ bist, dann immer Maß hat und Zeug gesagt hast. Ja. Sieh da Maßstab, bitte. Was, seit wann sagst du nicht Zollstock? Normalerweise, ich nenne das Ding immer Zollstock, aber ich weiß, dass es eigentlich Lieder Maßstab heißt. Nein, das heißt Meterstab. Bei mir ist einfach nur der Meter. Der Meter. Aber es sind doch 3, bei mir sind es 3, bei dir sind es meistens 2. Bei mir sind es 3. Bei mir sind es auch 2. Ja, aber ich hab noch einen Markt mit bei mir. Wir sind 3, weil ich bin was Besonderes. Ja,
Du hast halt eine größere Hose anscheinend. Oh nee. Oder auch reinpasst. Das sowieso. Ja, auch wenn er reinpasst, dann soll. Ja, ich sag mal so, die ist ja davon aus anderen Kunden schon ziemlich ausgebeult, weißt du? Oh, dein Handy ist doch so dick, oder was? Ja, ja, mein Handy ist... Was ist das, die Autoschlüssel? Ich rede jetzt eigentlich vom Geldbeutel. Ach so. Ja, hallo? Wenn da lauter Tausender drin rumfliegen... Ja, ich sag mal, dann beutest, Tausend-Euro-Scheine, dann beutelt sich so die Handy, der Geld schon richtig aus, ey. Kleiner Funfact, was denkt der, wie lang ist meine Couch? Stimmt, du pennst ja auf der Couch und nicht auf dem Bett, gell? Ja, was denkt ihr? 1,90. Richtig. Schau mal nach der Breite, weil die Breite ist immer spannend. Also Luki, du darfst aber abmoderieren. So, danke schön fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat, dann bitte like, gleich und abonnieren. Und nächstes Mal vorbei, wenn es wieder heißt, Hof Bergmann. Ladet euch die Bootwelle im Mod ab und runter, 5 Sterne bewerten und wieder lassen. Ich kann es mir einfach nicht verdrücken. Wenn du dann wieder sagst, Luki, dauer werden. Scheiße, hier, der tut schon wieder nur Eierschaukeln. Der Kerl. Ja, ich tue Eierschaukeln. So mit der Schaufel, vollgeladen, irgendwo an der Decke hängen. Oh, unglaublich, der Kerl. Duell 1,20 ist er bereit. Bis dahin. Servus. Tschüss. Ciao.